Moin Freunde, wie ihr wahrscheinlich jetzt mitbekommen habt, sind wir schon wieder umgezogen. Wir sind jetzt bei dem Elias im Zimmer und der Elias filmt auch heute. Wir haben Homeschooling fertig und nutzen jetzt mal die Zeit, um euch so ein kleines Update zu zeigen von unserer kleinen Pflanzenwelt, was dazu zu erzählen, was passiert ist, was wir gemacht haben und was wir machen werden. Wir haben heute den 25. März. Ich habe jetzt nochmal vier verschiedene Sorten Wassermelonen organisiert bestellt und einmal den Flaschenkürbis. Wir wollen denn nämlich die Wassermelone auch versuchen, auf den Flaschenkürbis zu oder mit dem Flaschenkürbis oder auf dem Flaschenkürbis zu veredeln. Aber kommen wir hier zu unseren Pflänzchen. Hier sehen wir die Chilis, die sind ganz gut gekommen. Da ist noch eine. Vier Stück an der Zahl und hier ist noch eine. Wir haben vier verschiedene. Hier, genau. So, dann haben wir vorab, haben wir auch schon mal den Kürbis gepflanzt, den Spaghetti-Kürbis. Den sieht man einmal hier. Der hat schon eins, zwei, drei, vier Blätter bekommen nach den Keimblättern. Auch super gewachsen. Auch hier ist einer, das war so ein, den haben wir etwas später gepflanzt. Bei den Gelbtafeln muss man immer aufpassen. Da kleben die Blätter so feste dran. Oh je. So, die wachsen super. So, hier haben wir unsere Honig. Darf's nicht so doll, die Kamera, ganz langsam. Hier haben wir unsere Honigmelonen. Auch die haben jetzt schon zwei richtige Blätter bekommen. Da hatte ich ja immer zwei gepflanzt. Die habe ich jetzt später gepflanzt. Und ich muss euch sagen, diese zwei und die da hinten zwei, die da hinten zwei, die habe ich parallel gepflanzt mit dem Kürbis. Und ihr könnt sehen, wie schnell und stark der Kürbis wächst. So, das sind alles hier vorne Wassermelonen. Die bekommen jetzt auch alle das richtige Blatt, also das erste richtige Blatt. Auch hier vorne dieser mit den drei Keimblättern, die bekommt auch. Auch hier sehen wir die Wassermelone. Die bekommt jetzt auch ihr drittes Blatt. So, was wir hier drin haben, das ist eigentlich so ein, ja, so ein kleines Experiment von uns beiden. Ich werde das mal so ein bisschen befreien und ihr könnt das dann sehen. Das ist unser Mangokern. Ja, und der hat, ich hole den mal so ein bisschen vor, der hat gekeimt. Wenn ihr da Interesse habt und ihr seht schon, dass das, Elias, nicht da reingucken, in die Kamera gucken. Das ist hier die Wurzel, das ist hier der Samen und hier vorne, ne, hier vorne kommt schon, da wächst dann halt das Blatt raus. Und die Wurzel, ich hole das mal ganz raus hier, ich zeige euch das mal. Hier, so sieht das aus. Ne, das ist einmal die Wurzel, die haben wir dann vorgekeimt und hier wächst dann halt das Blatt. So, das muss ich gleich nochmal alles verbuddeln. Oder ich nehme ein größeres Töpfchen gleich, dann ist es besser. So, das ist einmal unser Mango-Experiment, unser Mangobaum soll das werden. Mal schauen, was das da wird. Aber die Ananas ist Genau, mit der dann. Ananas klappt es nicht. Da muss ich mir noch eine gescheite Ananas suchen. Ich habe es zweimal jetzt versucht, oder wir haben es zweimal versucht. Und zweimal wollte es es nicht. So, was haben wir heute noch gemacht? Ich habe ja mehrere Kürbisse vorgepflanzt, einfach mal zu probieren, ob die Samen, die ich aus dem Kürbis entnommen habe, letztes Jahr und getrocknet habe, ob daraus was wird. So, und die werden ja auch, ne? Ihr seht, ich habe hier Kürbisse. Also die Kürbisse, die sahen so aus. Zack, so. Und die waren eigentlich schon zu groß zum Veredeln, aber wir versuchen es einfach mal. Wir haben jetzt die Melone, die Wassermelone auf den Kürbis veredelt. Und die ersten Tage sollen die so ein bisschen halt eingetütet werden, dass die halt so eine, ja, innere, ja, normal brauchen die so ein bisschen Luftfeuchtigkeit auch. Aber ihr seht, ich habe hier oben, ich weiß nicht, ich zeige euch das mal. Ich habe hier oben drauf die Wassermelone drauf veredelt. Genauso wie da.
Wenn das klappt und die sich adoptieren, genau. Die Wassermelone hat das dritte Blatt, da kommt das dritte Blatt raus oder das erste richtige Blatt. Und da habe ich die Wassermelone auf den Kürbis jetzt veredelt. Wir warten ein paar Tage ab, wenn das funktioniert. Wir werden das mit den Flaschenkürbis auf jeden Fall auch machen. Also eigentlich wird dafür der Flaschenkürbis genommen. Und da habe ich ja die Samen bestellt und erstmal wird die Wassermelone gepflanzt. Da machen wir noch ein separates Video. Und sobald die Wassermelone dann rauskommt, irgendwie 5 Tage später wird der Flaschenkürbis gepflanzt. Der braucht nicht so lange. Ja, letztens kam noch eine Frage zwecks des Sandes, was ich hier oben auf den Töpfchen, auf den Pflanzen habe. Und da kann der Elias uns was dazu erzählen. Wir haben die Erde, um einzupflanzen, haben wir die von draußen genommen. Und da waren so welche Trauermücken. Trauermücken, die machen dann die Wurzeln kaputt. Genau, die Larven der Trauermücken fressen die Wurzeln und die Pflanze kann sich nicht entwickeln. So, und wir haben dann Sand genommen, in unserem Fall Vogelsand. Und was haben wir gemacht, Elias? Wir haben dann da oben alles so drauf gemacht. Genau, mit einem Teelöffel haben wir die Oberfläche bedeckt, damit die Trauermücken nicht in die Erde können, um neue Larven zu bilden oder sich zu vermehren, damit wir das in den Griff bekommen. Genau, und dann haben wir uns noch ein paar Gelbtafeln geholt, falls noch welche rauskommen. Insekten mögen ja gerne diese gelbe Farbe und setzen sich da drauf, kleben fest, gehen ein. Wie ihr seht, ich kann hier schütteln, wackeln, keine Ahnung, hier fliegen keine Trauermücken, hin und wieder sehen wir mal eine, die machen wir aber sofort dann weg. Ja, die Honigmelonen, muss ich sagen, wachsen prächtig und gut aus den Kernen oder aus den Samen, die wir aus Früchten letztes Jahr rausgeholt haben, die wir selber gegessen haben. Die Wassermelonen, wie gesagt, die sind alle so ein bisschen höher geworden, obwohl ich die Lampe hier habe, Pflanzlampe, und die leuchtet gute 12 Stunden am Tag. Aber es ist halt alles ein Experiment, ne? Und wie ich sage, die Wassermelonen, die kommen auch jetzt, ne? Und alles schön. Was uns sehr freut, ist unsere Mango. Falls ihr da wirklich Interesse habt, sagt uns Bescheid und wir machen ein separates Video, wie wir mit Elias die Mango vorbehandeln, den Kern da rausholen und das Vorkeimen. Da machen wir ein komplett separates Video. Es ist halt immer für die Kinder auch interessant zu sehen, wie aus so einem Kern, aus so einem riesen Samen da jetzt auch was wächst. Und wie wir sehen könnt, wächst da wirklich aus dem Samen ist eine Wurzel und dann halt schon der Trieb, der nach oben kommt. Ja, das ist soweit zu unserem Update. Wir versuchen was zu veredeln. Unsere Pflanzen wachsen weiter. Ja, Elias, du wolltest was sagen? Da unten haben wir ja noch Bananen und Bambus und so, da kommt nichts. Genau, unsere Bambus- und Bananensamen, die wollen irgendwie nicht, aber ich habe noch ein paar Samen von den Riesenbambus, da will ich noch ein anderes Experiment machen, vielleicht kriege ich die dann zum Keimen. Aber was mich wirklich, wo ich mich sehr drüber freue, sind halt wirklich auch die Chilis, die so schön wachsen. Und die Wassermelonen. Da haben wir jetzt auch noch, wie gesagt, ein paar andere Sorten, da werde ich noch separate Videos machen. Ich will 3 verschiedene Keimversuche machen und sehen wir, was am besten klappt. Und was ich auf jeden Fall machen werde, deswegen mehrere Sorten, ich werde das veredeln machen. Ne? Das mit dem Kürbis, das ist so eine ganz einfache Veredelungsmethode und sollte auch eigentlich funktionieren. Ist halt ein bisschen hoch geworden, lang geworden der Kürbis, aber ich denke, das klappt trotzdem. So, wir werden gleich die Mango noch umpflanzen, umtopfen und dann war es das für diese Woche. Ich denke, das nächste Video wird ein Grillvideo werden für die Grillfreunde. Aber wie ich sehe, scheint dieses Thema auch ein paar Leute zu interessieren. Und wir werden auf jeden Fall ganz viele Pflänzchen einpflanzen dieses Jahr. Ich werde den Garten ausnutzen. Hochbeete wollen wir noch uns anschaffen und überall, wo freier Platz ist,
kommen Wassermelonen, Honigmelonen hin und andere Sachen. Gurken wollen wir auch noch vorziehen für Elias. Und ja, schauen wir noch, was noch alles ins Hochbeet kommt. Jetzt werden die Himbeeren geschnitten. Falls ihr da Interesse habt, sagt Bescheid. Himbeeren habe ich schon seit einigen Jahren. Gelbe, rote, große Himbeeren. Und die wachsen richtig gut. Also teilweise wie Weintrauben, so voll behangen. Und wie ich da vorgehe, kann ich euch das gerne zeigen. Also, bis dahin.